Wo bin ich? Wie viel Uhr ist es? Ich muss aufs Klo. Hoffentlich kenne ich keinen von den Mitbewohnern. Boah, und wieso hat er auch noch ein Hochbett, der Arsch? Nee, das ist sicher nicht meine Lieblingsaffäre. Und wie komme ich hier weg? Das kann ich dir erst sagen, wenn du mir sagst, wo du bist. Lilly, diese Beschränktheit, was Richtung und Orientierung angeht, ist so etwas von unemanzipiert. Wieso? Ich habe ja nicht ihn gefragt, ich rufe jetzt dich an. Außerdem bin ich noch immer überall angekommen. Ja, weil du immer mich anrufst. In manchen Punkten bist du so das lebende Klischee eines Mädchens. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das lebende Klischee eines Mädchens bin. Ich glaube, ich habe mir das eher auf die Dauer angeeignet. Willst du Salami? Oh ja. Also früher... Oh, die sieht super aus. Früher habe ich mich eher mit George von den 5 Freunden identifiziert. Wo ist denn Georgina, Tante Fanny? Wir haben uns schon so auf sie gefreut. Weiß auch nicht, wo sie ist. Also George verschwindet immer gerade dann, wenn sie es nicht soll. Aber wieso nennst du sie George? Sie will es so. Aber jeder denkt dann, sie ist ein Junge und kein Mädchen. Anscheinend will sie es nicht anders. Also ich möchte nicht, dass man denkt, ich wäre ein Junge. Tja, heute würde man ja sagen, die gehört zu diesen Feministinnen, die ihre Weiblichkeit negiert haben, um zu zeigen, dass sie nicht weniger können als Männer. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich Dinge viel schneller bekomme, wenn ich meine weiblichen Reize einsetze. Also so wie ich jetzt sitze, das ist nicht naturgegeben oder schon immer so gewesen, sondern die Haltung, in der ich mich eigentlich wohlfühle, ist die. Aber das kommt halt nicht so gut. I suppose I should tell you what this bitch is thinking. You'll find me in the studio and up in the kitchen. I won't be bragging about my cars or talking about my brains. Don't need to shake my ass for you, cause I got a brain. Und deshalb habe ich stundenlang vor dem Spiegel geübt, meine Haare so um den Zeigefinger zu drehen, dass Männer verstehen, dass ich mit ihnen flirten will. Weil das will ich ja. If I told you about my sex life, you call me a slut. When boys be talking about their butches, no one's making a fuss. There's a ceiling to break, there's money to make. And now it's time to speed it up, cause I can move in this place. Also ich meine, ich als Kostümbildnerin kann dir auch einfach sagen, dass du in Kleidern, die deine Figur, die deine weibliche Figur betonen, dass du darin auch einfach besser aussiehst. Es gibt kein tieferes Inneres. Es wird alles von einem Außen bestimmt. Es ist tief in unsere Körper und Gedanken eingeschrieben. Sehe ich einfach besser aus? Oder entspreche ich nicht vielmehr dem Weiblichkeitsideal, das wir gelernt haben? So refined. Die Sexiness, das Showbusiness. Wie soll man denn da... Frau und alles andere. Wie soll Frau denn da bitte schön ein normales Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln? Nee. Alles andere ist nicht gut, weil dann mache ich die wieder zu dem Fremden, was ich von der Norm abgrenze und dann sind wir schon fast wieder bei der postkolonialen Theorie angekommen, aus meiner westlich-hegemonialen Perspektive. Wenn sie umgeben ist von so schrecklichen Frauenbildern. Offener Schmollmund, Püppchen, hallo, ich bin ein Püppchen, beschütz mich. Und die Männer... Alles und alle, die atmen.
Das ist gut. Damit schließe ich die Steine aus, aber das ist okay. Schätze ich. Alter, bist du jetzt fertig? Ja. Offener Schmollmundpüppchen. Und die Männer und alle glauben, dass so die Frau sein muss. Und auch wenn die einen Sinn für Realismus haben, dann sind die trotzdem geprägt davon und suchen doch insgeheim nach Frauen, die so sind, die zart sind, die Püppchen sind, die man beschützen muss, die flatterndes Haar im Wind und kleine Brüste und zarte Kleidchen und zarte Zöpfchen haben und braune Haut und schmale Hüften. Ja, wie soll man denn so bitte schön ein Kind gebären? Und die immer, immer, immer gut aussehen, auch out of bed. Und die sexy sind nach der Geburt und davor und während und auch nie Zellulitis kriegen. Also das nicht, auf gar keinen Fall Zellulitis kriegen. Das ist die neue Versklavung. Immer schön sein müssen, immer sexy sein müssen, so ab dem Alter von 10 bis 90 mindestens. Warum ist das so? Warum kriegen Frauen hier immer mehr Rechte, aber sehen immer mehr aus wie Püppchen? Ich stehe da ja total drüber. Und mir ist das ja total egal, aber ja, man hat dann trotzdem diesen Erwartungsdruck und ja, auch eine Orientierung im ganzen Durcheinander. Aber warum, verdammte Scheiße, gibt es bei H&M nur BHs mit Push-Ups? Nur. Und drüber stehen geht nicht, weil wir stecken bis oben im kapitalistischen Sumpfstrategien gefotzt. Sehr emanzipiert. Also, die einzige Möglichkeit, meine Familie zu schockieren, war, als ich mit 16 verkündete, dass ich in die Schweizer Armee eintreten will. Also meine Mutter, die ja 1967 gegen den Vietnamkrieg demonstriert hatte, begann ernsthaft an ihrer Erziehung zu zweifeln und ich hatte endlich den Konflikt, den ich mir als Teenager so sehr wünschte. Aber hast du dir nie gewünscht, eine Märchenprinzessin zu sein? Also eine, die wunderschön ist, in einem Schloss wohnt. Sie ist die Lieblingstochter ihres Vaters, des Königs. Und alle Männer werben um sie, die machen ihr den Hof. Und dann müssen die auch noch Aufgaben für sie erfüllen, weil sonst weiß man ja gar nicht, ob die was taugen.
Das Privat ist nicht mehr politisch. Der Ursprung des Wortes privat kommt aus dem Lateinischen von dem Verb privare, berauben. Ich will wieder ein Geheimnis haben, ich will wieder eine Intimität. Mein Körper und mein Schweigen gehören mir. Im alten Rom bedeutete dies ein Mensch ohne seine öffentliche Funktion. Das Private war weiblich konnotiert und das Öffentliche war die Aufgabe des Mannes. Im Zuge der Französischen Revolution gingen die Frauen das erste Mal auf die Straße und machten somit das Private zum Politikum. Das Private bleibt politisch. Also, aus feministischer Perspektive. Kannst du bitte aufhören, das F-Wort zu benutzen? Freiheit? Ich bekomme Schüttelfrost bei den Worten Gender und Feminismus. Ich denke dabei immer an Frauen mit kurzen Haaren und weiten Wollpullis. Oder welche, die rumlaufen, als wären sie lieber ein Mann. Ich denke dabei auch immer an Verbissenheit. Und ich unterstelle den meisten, dass sie zu wenig guten Sex haben. Es sind die, wegen denen ich mich manchmal schäme, Frau zu sein. Ich kann mich dem männlichen Blick nicht entziehen. Und doch kann ich dem Thema nicht ausweichen. Es drängt sich auf. Es macht mich hilflos, macht mich nervös. Und wenn ich über weibliche Vorbilder nachdenke, eine erschreckende Wüste vor und hinter mir. Ich habe ihn längst verinnerlicht. Aus meinem Blick auf die Welt und sogar aus meinem Blick auf mich selbst ist er nicht wegzudenken. Die Generation meiner Mutter bekommt Schüttelfrost, weil sie das Gefühl haben, wir Frauen schätzen nicht, was sie für uns erkämpft haben. Die Generation meiner Mutter haben Intellekt und Erotik getrennt. Ich will das wieder zusammenbekommen. Ich bin Frau und ich bin gerne Frau. Ich will eine Rückeroberung des Weiblichen. Aber ich wollte ja auf die beste Affäre meines Lebens zu sprechen kommen. Es ist eine Verschwörung. Wir treffen uns im Keller. Regelmäßig. Ungehemmt. Unangepasst. Und total geheim. Initiiert, bei dem nur Frauen dabei sind und ich das eigentlich ganz schlimm finde. Warum ist also das Verlangen so groß, über unsere Weiblichkeit und unser Frausein in unserem sozialen Umfeld zu sprechen? Es weht der Mythos der Gleichberechtigung durch unsere postpolitische Zeit. Darum sind wir heute zusammengekommen. Diesem Zusammentreffen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass wir uns in keinem aktuellen feministischen oder postfeministischen Diskurs wiederfinden. Das heißt, wir befinden uns irgendwo dazwischen. Zwischen dem Sündenfall, dem Aufstand der Pariserinnen im Jahre 1789 und den Queer- und Gender Studies des 21. Jahrhunderts. Wir leiden am Theorie-Praxis-Problem. Was machen wir jetzt? Auf den poetischen Widerstand. Auf die Rückeroberung des Weiblichen. Auf die Solidarität. Auf die Komplizenschaft. Ich bekomme
bekomme aber immer noch Schüttelfrost bei dem Thema. Ich meine, haben wir eigentlich ein Problem? Also, ich glaube an eine Gleichheit, die Differenz zulässt und betont. Ich wäre nicht noch mehr von der ganzen homogenen Masse. Also ich glaube an die Differenz, unsere Differenz. Also auf Gespräche im Stile von Männer sind doch immer oder er ist doch auch nur ein Mann, habe ich schon immer allergisch reagiert. Umgekehrt genauso. Ich lasse mich nicht mit Frau Wen in einen Topf schmeißen, nur weil wir das gleiche Geschlechtsorgan haben. Aber wer sind wir denn? Was bin ich? Was ist das Weibliche in uns? Das Unberührte, das von der Werbung Unverfälschte. Gibt es das überhaupt? Und was ist das? Und ist das anders als das sogenannte Männliche? Wir wollen doch die gleichen Rechte haben, die gleichen Möglichkeiten, den gleichen Respekt und das als das, was wir sind und nicht im Kopieren des Männlichen. Also ich habe jetzt nicht die Eier zu sagen, in welchen Situationen ich mich als Frau auf mein Frausein reduziert gefühlt habe, weil ich wirklich Angst habe, mich so mit ins Berufliche auszuschießen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Aber ist das jetzt hier so ein Selbsthilfekreis für Frauen oder was? Also, sonst gehe ich denn auch wieder. Aber was ist denn das Problem mit einem Selbsthilfekreis? Also, es ist doch mal gut. Wir können uns regelmäßig treffen und über unsere Themen sprechen. Ja, das klingt aber nach meiner Mutter. Ja, aber ich glaube, wir müssen da anfangen, wo wir herkommen. Ja, die Geschichte meines Vaters, die meiner Mutter, die meiner Großmutter, die plötzlich abstimmen, aber nicht über ihre Menstruation sprechen durfte und dann dachte, sie stirbt jetzt, weil sie blutet. Ja, ja, das stimmt schon. Es betrifft nicht nur uns, es betrifft auch unsere Zeit und die davor und die danach. Wir sind Generation Post. Poststrukturalismus, Postsozialismus, Postfeminismus, Postmoderne, Postdramatik. Alles ist schon vor uns da gewesen. Und uns bleibt klug, darüber zu sprechen. Geliebte Mutter, das Wetter ist schön hier in Zürich, aber darum schreibe ich nicht. Ich beschäftige mich gerade mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Frausein. Und da du dieses entscheidend geprägt hast, möchte ich nun einige Fragen an dich richten.